Guten Tag zusammen, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder hier an unserem digitalen Basteltisch im Rahmen des Winterzauber-Carnap 2020. Genau, heute laden wir euch ein, unter dem Titel Upcycling Winterdekoration einen Stern bzw. eine Blume mit uns zu basteln, die aus Küchenrolle besteht bzw. Toilettenpapierrolle. Da braucht ihr das Innere und schneidet diese so ungefähr in 5 gleich große Ringe. Wir haben hier schon mal angefangen. Die brauchen wir dann nämlich für einmal für den inneren Stern oder für die innere Blüte. Die besteht aus 6 kleinen Ringen und an jedem dieser Ringe hier am Ende ist jeweils nochmal eine Blüte bzw. so ein kleiner Stern aus 3 Ringen dran geklebt. Genau. So, dafür braucht ihr dann Flüssigkleber. Flüssigkleber braucht ein bisschen lange, um zu trocknen. Deswegen würde auch gehen, dass ihr die Heißklebepistole nutzt oder aber auch Sekundenkleber, da aber unbedingt mit Erwachsenen. Genau, und ich habe hier jetzt diese einzelnen kleinen Ringe, die muss man ordentlich knicken und dann jeweils hier an den Rand einmal einen Klecks Flüssigkleber oder auch anderen Kleber, den ihr nutzen wollt. Hier den anderen Ring dran halten und ja ordentlich festdrücken, sodass das gut trocknen kann auch und gut klebt und hinterher auch fest ist. Ja, da machen wir dann 3 aneinander. Das Ganze sieht dann so aus. Hier klebe ich dann oder habe schon ein bisschen Kleber mit dran gemacht. Auch nochmal Flüssigkleber dran und mache das Ganze dann hier an unsere letzte freie Blüte, die noch hier quasi über ist. Das muss man euch also lange dran halten, damit es trocknet und auch fest ist und nicht abgeht. Genau, da braucht ihr ein bisschen Geduld, aber das kriegt ihr bestimmt hin. Ihr könnt vorher, wenn ihr die Toilettenpapierrolle irgendwie noch mal ein bisschen bunt gestalten wollt, könnt ihr die gerne auch anmalen. Das würdet ihr dann hier sehen. Also das kann in Gold, in Silber oder aber auch ganz bunt. Das, was ihr gerne mögt, was eure Lieblingsfarbe ist, so könnt ihr das dann gestalten. Genau, unser Stern oder unsere Blume, die sieht jetzt so aus. Richtig hübsch ist die geworden. Wir haben sie nicht angemalt, jetzt ist es ein ganz natürlichen Look. Wenn ihr die irgendwie ins Fenster hängen wollt, könnt ihr nochmal ein Band benutzen und das hier in einen von diesen Ringen reinpacken und dann so eben aufhängen. Genau. Ganz viel Spaß damit. Das ist einer unserer Ideen im Rahmen des Upcycling Winterdekoration. Das städtische Familienzentrum Zimbestraße hier bei uns aus dem Stadtteil Carnap hat uns aber auch noch mit ganz vielen anderen Ideen versorgt. Und dabei war unter anderem ein Windlicht, was, wenn ihr ein Teelicht benutzt oder aber auch, es gibt ja so elektrische Teelichte, die ohne Feuer sind, ganz bunt leuchtet und dafür braucht ihr entweder so ein Teelicht, was quasi blanko ist, was keine Schrift oder keine Verzierung hat und Transparentpapier. Wenn wir jetzt aber nochmal an das Thema Upcycling denken, könnt ihr auch ein altes Vorratsglas benutzen, wo drin zum Beispiel irgendwie Gewürze waren oder aber auch Mais oder irgendwas anderes, weil das ist ja eigentlich, hat auch eine schöne Form und kann man dann auch benutzen, anstatt dass man es wegschmeißt. Genau, das Transparentpapier könnt ihr schneiden oder reißen in unterschiedlich große Stücke. Benutzt dann wieder Flüssigkleber hier, um das dann eben auf das Teelicht oder aber auf das Gewürzglas im Prinzip drauf zu kleben. Ne? Und dann habt ihr am Ende ein ganz buntes Teelicht. Genau. Wir haben außerdem vom städtischen Familienzentrum Timpestraße ein schönes Rezept zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar sind das Butterplätzchen. Also wenn ihr am Wochenende oder auch unter der Woche Zeit und Lust habt, ein bisschen zu backen, jetzt gerade nascht man ja ganz gerne, dann haben wir das euch zur Verfügung gestellt, auch unter Essen Viral. Und dann unter der Rubrik Infos aus den Stadtteilen, unter Bezirk 5, findet ihr den Winterzauber Carnap. Und wenn ihr da klickt, dass ihr noch mehr Infos bekommen möchtet, dann findet ihr einmal die Gesamtübersicht des Winterzaubers, was für eine Aktion jeweils an welchem Tag stattfindet. Aber auch nochmal Infos zum Beispiel zu den Butterplätzchen, ein Rezept, aber auch die Winterwaffeln von der Mone Studiek. Genau, und die ganzen anderen Basteltipps und Ideen. Ganz viel Spaß dabei und schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut!